Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die neue Weltbox von Gerard. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Neue Welt von Gerard im Jahr 2015 erschienen, 2 Jahre nach seinem Debüt-Release. Das war dieses gute Stück hier, Blausicht von Gerard. Dieses ebenfalls in Boxform erschienen und natürlich das Video dazu ebenfalls auf diesem Kanal zu finden. Und nach Blausicht ist es jetzt Zeit für die neue Welt. Diese Gott sei Dank ebenfalls wieder als Boxform erschienen. Wir haben hier Limited Premium Box Gerard Neue Welt auf der Vorderseite. Und darunter haben wir ein Bild, eine Abbildung, die mich immer an so ein abstraktes Kunstwerk erinnert, sieht für mich so nach Öl- oder Wasserfarbe aus, aber ist in Wirklichkeit eine Fotoaufnahme. Und zwar haben wir hier einen Fisch, der hier gerade im Wasser eintaucht oder aus dem Wasser aufspringt, je nachdem. Und dadurch eben das Wasser hier so wegspritzt und das ganze Bild in Bewegung ist. Ansonsten auf der Vorderseite hier nichts zu sehen. Rechts lesen wir nochmal Limited Premium Box Gerard Neue Welt. Unterseite blankweiß, Oberseite blankweiß, linke Seite Limited Premium Box Gerard Neue Welt. Hier haben wir noch eine ID. Und auf der Rückseite haben wir dieses Foto des Covers nochmal im Querformat und die Credits bzw. einen Barcode. Okay, dann kommen wir zum Inhalt. Wir haben hier einmal einen Regenmantel, einen Regenponcho. Ein Poster, einen Sticker unterschrieben, 3 Postkarten, das Album Neue Welt und dann noch Neue Welt in der Akustikversion. Die Box von innen komplett in weiß und hier haben wir noch so eine kleine Halterung aus Karton, wo ihr das Album natürlich wieder reingeben könnt und das Ganze in die Box hineingeklebt. So, Box zur Seite. Und wie immer fangen wir an mit dem Album an sich. So sieht das Ganze aus. Auch hier wieder das Foto, das wir schon von dem Boxcover kennen. Gerard Neue Welt. Auf der Rückseite auch wieder das Foto im Querformat diesmal. Und wir haben hier oben 12 Tracks aufgelistet. 3 Features gesamt. Einmal OK Kid, Meckes und Load. Von diesen 12 Tracks meine Favoriten Nummer 3, Höhe fallen und Nummer 10, Umso leerer der Laden. Also das sind einfach meine Favoriten. Warum? Höhe fallen hat einfach für mich einen sehr guten Text und einfach die Stimmung sehr, sehr positiv. Und Track Nummer 10, Umso leerer der Laden, ist vielleicht ein bisschen melancholischer, aber es passt einfach perfekt so der Text zum Beat. Also gerade der Beat bei dem Lied hat es mir extrem angetan. Gut, dann kommen wir schon zum Inhalt des Albums. Ups. Und zwar haben wir hier auf der linken Seite natürlich einmal das Booklet. Schauen wir gleich mal hinein. Cover kennen wir ja bereits. Dann haben wir hier eine Abbildung. Das dürfte ein eine Handfläche, eine Handinnenseite sein, wo man eben hier diese Furchen, diese Rillen sieht. Und wir haben hier die Tracks wirklich Wort für Wort abgetippt. Also wirklich Text für Text hier abgedruckt. Ist natürlich immer praktisch, kann man dann mitrappen, etwas nachlesen oder einfach nur so während des Anhörens mitlesen. Und das Design sieht sich hier so durch, so orange-gelb, so sonnige Bilder. Wir haben hier wirklich jeden Text, jeden Track, Wort für Wort abgedruckt. Gefällt mir sehr gut. Also ich bin schon Fan davon, wenn man das in die Booklets reinmacht, also wenn im Booklet dafür Platz ist. Finde ich generell immer eine sehr gute und nette Idee. Also jede Menge Text. Und dann haben wir hier am Ende noch eine Info darüber, wer an dem Album jetzt genau beteiligt war, Artwork, Management, Mastering etc. Und auf der Rückseite noch das Logo von Gerard.
Die CD sieht folgendermaßen aus. In weiß Gerard Neue Welt Hard Working Class. Das hier das Label. So sieht das Ganze aus. Rückseite blank weiß. Dann haben wir die Akustikversion Neue Welt. Ebenfalls wieder das Cover. Und wir haben nicht das ganze Album, sondern 7 Tracks. Also von den 12 Tracks des Albums haben es 7 als Akustikversion auf diese CD geschafft. Und wir haben hier noch den Hinweis, live aufgenommen im Zuge einer FM4 Akustik-Session. Vielleicht kurz zur Erklärung, Gerard ist ja aus Österreich, genauer gesagt aus Wien, aus der Hauptstadt. Und FM4 ist einer der größten Radiosender in Österreich, speziell im Raum Wien. Und da hat er eben mit einer Band, also hier sieht man die einzelnen Leute, die daran beteiligt waren, aufgenommen. Diese Instrumente wurden eingespielt und der Text, also die Vocals, stammen natürlich von Gerard. Die CD sieht genauso aus wie die Album-CD, die normale, nur mit dem Zusatz Akustik. Und hier haben wir eine Papphülle. Dann haben wir einen Sticker. Dieser in kreisrunder Form, in seinem Orange-Gelb. In der Mitte haben wir das Gerard-Logo, darunter die Internetseite gerardmc.at und dann das Ganze noch unterschrieben mit schwarzem Stift von Gerard. Dann haben wir 3 Postkarten an der Zahl. Kann mein Glück nicht fassen, doch immer umarmen. Gerard Neue Welt. Tränen sind nur schön, wenn man sie lacht. Wir werden in die Höhe fallen. Also diese drei Sätze, jeweils Zitate aus den verschiedensten Tracks. Alle natürlich auf dem Album. Rückseite blank weiß. Und dann haben wir noch ein Poster. Dieses im Hochformat. Auch hier wieder das bekannte Bild. Und hier oben der Schriftzug Gerard Neue Welt. Das Ganze einseitig bedruckt. Und dann haben wir als letzten Bestandteil der Box, ein bisschen Platz schaffen hier, diesen Regenponcho. Und dieser ist, glaube ich, jawohl, dieser ist riesengroß. Ich hoffe, man kann das halbwegs erkennen, sehen. Wir haben hier auf der Brust das Gerard-Logo in Orange, Gerard Neue Welt darunter. Ansonsten der Poncho komplett dunkelblau. Der ist echt riesengroß. Und wir haben hier gar keine Ärmel im eigentlichen Sinn, sondern wir haben hier an der Seite komplett alles offen mit einer Ausnahme. Und zwar haben wir hier so eine Art Knopfleiste und in dieser Knopfleiste können wir dann natürlich diese 2 Knöpfe jeweils auf- oder zumachen. Also wenn wir es jetzt hier zumachen würden, so, dann haben wir hier den natürlich etwas begrenzt vom Raum her, also es ist jetzt quasi wie ein sehr breiter Ärmel. Ist natürlich euch überlassen, ob ihr die Knöpfe dann auf- oder zumacht. Und dann schauen wir noch kurz in das Etikett hinein. Caribahn France und Made in China haben wir hier 50% vom Material, 50% EVA, 50% PE. PE ist meines Wissens Polyethylen. EVA, muss ich jetzt ehrlich sagen, weiß ich nicht genau, was das ist, ist aber auch, also dürfte stark, mit starker Wahrscheinlichkeit eine Kunststoffform sein. Ist ja auch logisch, weil das Ganze ja ein Regenponcho, ein Regenübermantel sein soll und der natürlich wasserabweisend sein sollte, damit das Ganze dann abperlt und der sich nicht ansaugt mit Wasser. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also der Poncho in blau gehalten und dann haben wir hier den orangenen Gerard Neue Welt Schriftzug und das Logo von Gerard darüber mittig auf der Brust. Dann eben die Kapuze dazu noch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Ding ist echt riesengroß. Also ich passe da ungefähr 3-mal rein, würde ich sagen. Also man kann den dann gerne über irgendeine dicke Winterjacke drüber tragen oder noch einen Rucksack dazu oder auch irgendwie, keine Ahnung, 200 Kilo und mehr wiegen. Ich glaube, es gibt absolut keinen Menschen auf diesem Planeten, der in dieses Ding, in diesen Regenmantel, in diesen Regenponcho nicht reinpasst. Der ist echt gewaltig. Ja, schön, muss ich ehrlich sagen, ist er jetzt nicht so. Ich werde ihn definitiv nicht anziehen.
Aber er hat sicher einen Verwendungszweck, wenn man mal in starkem Regen ist. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Wir haben einmal den eben gezeigten Poncho, das Album an sich, Neue Welt, das Poster im Hochformat einseitig bedruckt, die drei Postkarten, den Sticker mit Unterschrift und die Akustikversion in der Papphülle. Das alles in dieser wunderbaren Box, Neue Welt von Gérard. Mich würde natürlich interessieren, was ihr von dem Album bzw. der Box haltet. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Gérard unterstützen möchtet, findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.